Ja, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel lesen könnt, meine Meinung zum Film Nicht mein Tag. Ja, der Film kam 2014 raus, Freunde. Und der ist jetzt seit kurzem auf Netflix verfügbar. Ja, ich sag euch heute meine Meinung zu dem Film, wie ich den gefunden habe und wie viele Punkte ich Nicht mein Tag gebe. So, Freunde, jetzt komme ich zu meiner Meinung, wie ich den Film gefunden habe. Und ich muss sagen, es ist ein guter deutscher Film, muss ich sagen. Mir hat der Film echt gut gefallen. Ja, kurz vielleicht so zur Story. Es machen damit in dem Film Axel Stein und Moritz Bleibtreu. Axel Stein spielt einen Bankangestellter. Und Moritz Bleibtreu ist halt der Gangster, der Axel Stein halt entführt. Ja, das ist so die Story vom Film. Ja, ich muss sagen, ich fand Nicht mein Tag echt wirklich ganz okay, muss ich sagen. Ja, ist echt ein okayer deutscher Film. So, Freunde, jetzt komme ich zu den beiden Schauspielern, zu Moritz Bleibtreu und zu Axel Stein. Ja, Moritz Bleibtreu hat in dem Film Frank Nippo Navrocki gespielt und Axel Stein Till Reiners. Ja, wie schon gesagt, Axel Stein spielt halt so einen Bankangestellten in dem Film und wird dann entführt von Moritz Bleibtreu. Die beiden haben ihren Job echt gut gemacht, muss ich sagen, in dem Film. Ja, Moritz Bleibtreu kennt man aus Filmen wie zum Beispiel Lombok oder aus der Serie Blockbusters mit Echo Fresh. Und noch aus anderen Filmen und Serien kennt man Moritz Bleibtreu. Ja, Axel Stein kennt man aus Filmen wie zuletzt Die Goldfische oder aus Bruder vor Luder von den Filmen von Roman und Heiko, also Roman und Heiko Lochmann, den Lochis. Und noch aus anderen Filmen kennt man Axel Stein. Ja, die beiden haben ihren Job in dem Film gut gemacht, muss ich sagen. Mir haben beide gut gefallen. Ja, die beiden haben ihren Job in dem Film echt gut gemacht, muss ich sagen. So, Freunde, jetzt komme ich zu meinem Fazit. Wie viele Punkte ich Nicht mein Tag gebe. Und ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten, Freunde. Ja, ist ein guter deutscher Film. Aber wenn man sich so die anderen deutschen Filme anguckt, wie zum Beispiel die Fucky Goethe-Reihe oder Honig im Kopf oder so die ganzen anderen deutschen guten Filme, ist der okay, muss ich sagen. Ja, 6 von 10 Punkten bekommt Nicht mein Tag von mir, Freunde. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Filmmeinung. Wenn euch die neue Filmmeinung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr machen. Und hier oben, Freunde, gelangt zu meiner letzten Filmmeinung. Das war zu dem Film Mac mit Jason Statham. Falls ihr wissen wollt, wie ich den Film gefunden habe, dann gelangt hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst, wenn ich eins hochlade. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns dann zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.